Das sind die LTV-Themen am Donnerstag. Ein Außenseiter namens Schick, Schrankendrohnen und künstliche DNA und Verhaltensregeln im Bus. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Räumungsverkauf wegen Umbau. Bei Intersport in Cottbus in der Spreegalerie. Die Top-Marken des Sports bis 70% reduziert. Alles, wirklich alles muss raus. Totalräumungsverkauf bei Intersport in Cottbus in der Spreegalerie. Hallo und herzlich willkommen zur LTV aktuell am Donnerstag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Morgen führt der Blinden- und Sehbehindertenverband Brandenburg e.V. im Rahmen der Woche des Sehens ein wissenschaftliches Symposium durch. Betroffene und Interessierte sind dazu gerne eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr im Radisson Blue Hotel. Wie gestern schon angekündigt, berichten wir jetzt über das neue Schauspiel Schick vom Piccolo Theater. Es handelt von einem Thema, was jeder vielleicht schon einmal selbst zu spüren bekommen hat oder bei anderen miterlebt hat. Gerade junge Menschen werden damit oft konfrontiert. Mehr dazu verrät Ihnen jetzt mein Kollege Benedikt Nusch. Na, wegen dir. In der Schule ein Außenseiter sein. Das kennt wohl so ziemlich jeder oder hat es zumindest bei anderen schon mitbekommen. Mai Klingenberg ist ein Außenseiter. Er geht in die 8. Klasse und wohnt in einer Villa in Berlin-Marzahn. Sein Elternhaus ist nicht das Beste. Zwar sind Mikes Eltern recht wohlhabend, allerdings ist seine Mutter alkoholkrank und sein Vater geschäftlich gescheitert. Auch sein Kumpel Andrei Schichatschow steht in der Klasse im Abseits. Von allen nur Schick genannt, schafft er es von der Förderschule aufs Gymnasium. Und das trotz seiner eigenwilligen Verhaltensweisen. Obwohl Mike und Schick nur zwei Außenseiter sind, besitzen die Rollen trotzdem Besonderheiten. Ja, das Besondere an der Figur des Schick ist wohl, dass er aus Russland stammt und homosexuell ist. Ja, und Mike ist genau das Gegenteil. Der kommt aus gutem Hause, denkt man jedenfalls. Die Eltern haben Geld und macht trotzdem diese Tour mit. Das Besondere noch an dieser Inszenierung ist vielleicht zu sagen, es fällt gerade auf, wir beide sind hier im identischen Kostüm. Ich weiß gar nicht, ob man uns auseinanderhalten kann. Ich bin Hauke und das ist Alex. Und wir spielen beide den Mike Klingenberg, dieselbe Figur. Genau, aber der Mike ist auch tatsächlich wie der Schick ein bisschen eben eine Außenseiterfigur. Das heißt, er hat keinen wirklich stabilen Freundeskreis. Und dadurch kommt natürlich auch diese ungewöhnliche Freundschaft überhaupt erst zustande. Genau. Mike und Schick stehen innerhalb der Klasse also im Abseits. Und trotzdem ist das Jugendtheaterstück keine klassische Außenseiter-Story, wie man sie schon zur Genüge kennt. Regisseur Matthias Heine inszeniert das Theaterstück nicht wie die typische Geschichte des Underdogs, der am Ende als großer Held dasteht, sondern eher wie ein Roadtrip mit mehreren verschiedenen Handlungsorten. So ist es nämlich auch in der gleichnamigen Romanvorlage von Wolfgang Herrndorf. Diese Geschichte hat anarchistische Züge, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja, die klauen ja ein Auto, die machen ja Sachen, die eigentlich verboten sind und übertreten Gesetze und so weiter, finden aber darüber einen Weg zu sich selbst und eine Freundschaft, die man wahrscheinlich nicht mehr auflösen kann so einfach. Und sind bei sich und das habe ich das Gefühl, es ist ein wichtiges Thema, in Opposition zu gehen, auch mal was zu wagen. Und nicht immer so angepasst zu sein und nicht immer bei Rot an der Ampel stehen zu bleiben. Und diese Unangepasstheit verkörpert vor allem Schick. Er ist es auch, der zu Beginn der Sommerferien einen alten Lader klaut und damit bei Mike zu Hause auftaucht. Sie einigen sich, in die Walachei zu fahren, wo Schicks ungewöhnlicher Großvater leben soll. Doch wie kommen die beiden auf diese verrückte Idee, mit einem geklauten Auto nach Rumänien zu fahren? Was machst du jetzt damit? Na, nichts. Wie nichts? Du musst was damit machen. Die wollten Fun haben. Ja genau, also die beiden haben Ferien und sie wollen einfach ausreißen. Sie haben beide nichts zu tun und der Chick klaut ein Auto und fährt bei Mike vorbei. Und Mike hat sozusagen nichts Besseres zu tun, wie gesagt, durch den genau. Nicht vorhandenen Freundeskreis und durch die Eltern wird er ein bisschen verwahrlost. Und dadurch ist es eigentlich eine relativ spontane Entscheidung von ihm, eigentlich auch ein bisschen gegen seinen Willen. Er weiß gar nicht, warum er damit reingezogen wird, aber erkennt dann eben im Laufe der Handlung auch, welche Vorteile das eben hatte, dass er das gemacht hat. Genau.
Ob diese Reise wirklich eine gute Idee war, Mike und Chick die Walachei erreichen oder nicht doch eher der Weg das Ziel ist, erfährt man im Piccolo-Theater. Das Jugendtheaterstück Chick ist eine Reise auf der Suche nach Freiheit, Abenteuer und Selbstfindung. Fingerabdrücke ist Fernsehscheiß. Kannst alles anfassen. Los, wir fahren eine Runde. Ohne mich. Willst du nicht mal was erleben? Ja, Knast oder was? Knast, du bist nicht mal strafmündig. Die Premiere findet am kommenden Samstag, den 11.10. im Piccolo-Theater statt. Karten gibt es noch unter Cottbus 23687 oder unter info@piccolo-cottbus.de. Mit Schranken, Drohnen und künstlicher DNA will jetzt die Vattenfall Europe Mining AG gegen Buntmetalldiebe vorgehen. Denn organisierte Diebe in ganz Deutschland machen sich vor allem bei Unternehmen mit einem weitläufigen Betriebsgelände und einem ebenso ausgedehnten Versorgungsnetz zu schaffen. Jährlich werden damit Millionenschäden verursacht. Im Juli 2012 wurde deshalb eine Sicherheitspartnerschaft gegen diesen Metalldiebstahl ins Leben gerufen. Neben Vattenfall gehören auch die Deutsche Bahn AG und die Deutsche Telekom AG dazu. Heute wurden im Tagebau Cottbus Nord und Jenschwalde die Präventionsmaßnahmen vorgestellt. Ob mikroskopisch klein, aus der Luft oder gut getarnt im Unterholz. Vattenfall rüstet ordentlich auf, wenn es darum geht, Kabeldieben das Handwerk zu legen. Ein Mittel ist die künstliche DNA. Sie wird alle paar Meter auf das Kabel gesprüht. In ihr enthalten sind sogenannte Microdots. Diese tragen einen Code, der mit einer speziellen Lupe gelesen werden kann. Die Polizei kann so das Kabel dem Besitzer zuordnen. Der Präventionserfolg steht dabei im Vordergrund. Das heißt, wir wollen natürlich erst gar nicht die Straftat zustande kommen lassen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir neben der Flüssigkeit, die wir auftragen, auch darauf hinweisen, dass es DNA-geschützt ist. Das allein ist schon ein abschreckender Effekt, der eigentlich vor der Straftat schützen soll. Ein weiterer Helfer beobachtet aus dem Himmel. Eine Drohne, ausgestattet mit einer Kamera. Sie überblickt ein großes Areal und hält die Täter auf Video fest. Die Drohne hat ein Gewicht von ca. 3,6 Kilo und kann bis zu einem Kilogramm an Nutzlast tragen. In dem Fall haben wir eine Kamera eingebaut und können aber auch die Drohne mit anderen Sensoren bestücken, wie zum Beispiel eine Infrarotkamera oder einen Laserscanner. Doch die Drohne kann nur tagsüber eingesetzt werden. In der Nacht positionieren sich diese gut getarnten Herrschaften an den für Kabeldieben beliebtesten Stellen. Das Risiko, bei Vattenfall gefasst zu werden, ist also deutlich gestiegen. Außerdem wird überlegt, die wertvollen Kupferkabel durch Aluminiumkabel zu ersetzen. Aber nicht nur vor Buntmetalldieben muss man sich schützen. Auch unseriöse Schlüsseldienste können einen großen Schaden anrichten. Denn in letzter Zeit melden sich viele Bürger bei der Verbraucherzentrale, weil sie mehrere hunderte Euro für den Schlüsseldienst ausgegeben haben. Und dabei reden wir von Summen zwischen 500 und 900 Euro. Wolfgang Baumgarten von der Verbraucherzentrale Cottbus erklärt Ihnen, wie Verbraucher darauf aufmerksam geworden sind. Die Verbraucher sind auf diese Schlüsseldienste in aller Regel durch Einträge in Internetforen oder in Internetverzeichnissen gekommen. Diese Schlüsselfirma, die dort angesprochen worden ist im Internet, gibt vor, ein Ladengeschäft in Cottbus zum Beispiel zu haben oder in der näheren Umgebung, sodass die Verbraucher davon ausgehen, dass hier kurze Anfahrtwege sind und auch nicht besonders hohe Kosten entstehen. Allein, wir haben festgestellt, dass diese Internetseiten, und es handelt sich dort um mehrere Seiten, die dort aufgerufen worden sind, zu Personen führen, die schlicht und einfach gar nichts mit Cottbus oder der näheren Umgebung zu tun haben. Die sitzen in Potsdam, eventuell auch in Berlin. Ganz genau kann man das nicht nachvollziehen. Passen Sie also auf und achten Sie ganz genau darauf, welchen Schlüsseldienst Sie anrufen. Wenn Sie wissen wollen, um welche Internetseiten es sich dabei handelt und wie es Betroffenen mit den unseriösen Schlüsseldiensten in Cottbus ergangen ist, schauen Sie unbedingt in der nächsten Woche nochmal bei uns herein. Bis zum Weihnachtsfest ist ja noch ein wenig Zeit, aber wenn Sie Lust haben, mit der Weihnachtsbahn zu fahren, dann können Sie ab kommenden Montag, den 13. Oktober, Karten kaufen. Cottbusverkehr lädt nämlich auch in diesem Jahr wieder ein, mit der Traditionsstraßenbahn durch Cottbus zu fahren. Das war schon wieder für heute. Im Anschluss der Sendung sehen Sie dann noch eine Folge von Einsteiger TV. Da geht es zwar nicht um die Weihnachtsbahn, aber um die Verhaltensregeln für Kinder im Bus. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu Einsteiger TV, dem Magazin rund um alles Wissenswerte zu Cottbusverkehr. Gleich zu Beginn eine Nachricht. Zum 1. September hat es eine Veränderung an der Unternehmensspitze gegeben. Bis zum Abschluss der laufenden Ausschreibung zur Suche eines neuen Geschäftsführers leitet Frau Cindy Janke, zuvor kaufmännische Geschäftsbereichsleiterin und Prokuristin, kommissarisch die Geschicke des Unternehmens. Zu unserem ersten Film. Die Sicherheit der Fahrgäste, vor allem die der Kleinsten, hat für Cottbusverkehr oberste Priorität. Eine Herzensangelegenheit des Unternehmens ist daher die alljährliche Busschule für Erstklässler. Schauen wir doch einmal hinein, was es dort alles zu lernen gibt. So ist es richtig. Erst nach rechts und links schauen, bevor man aus dem Bus steigt. Das haben die Schüler der ersten Klasse heute in der Busschule von Cottbusverkehr gelernt. Doch bis es soweit war, mussten die Jungen und Mädchen von der Krabbert-Grundschule in Jenschwalde erst einmal die Schulbank drücken. Gerd Meyer gehört zu denen, die die Busschule ins Leben gerufen haben. Die Idee wurde geboren im Jahr 2001 ungefähr. Da die Unfallkasse Brandenburg trat an uns heran mit der Bitte, hier in unserer Region und unserem Verkehrsgebiet die Busschule durchzuführen. Nur war die Frage, was ist Busschule? Was macht man denn so? Da haben wir uns über einige Betriebe oder in einigen Betrieben informiert und haben dann unser eigenes Konzept entwickelt danach. Und danach haben wir das jährlich durchgeführt mit ca. 1000 Schülern, die wir dann am Anfang ihrer Schulzeit in der ersten Klasse hier auf dem Hof hatten, hier mit denen Übungen gemacht haben. Ja, sie sollen wissen genau, ich habe dieses und jenes zu machen. Beim Einsteigen, beim Sitzen und auch beim Aussteigen. Und das wollen wir Ihnen hier vermitteln. Und das ist eigentlich das Ziel der Busschule. Dazu gehört auch, dass man den Kindern zeigt, dass im Bus die Schulmappe nicht auf den Rücken gehört oder in den Gang, sondern vor die Füße. Irgendwann, an irgendeiner Stelle, muss der Busfahrer jetzt mal auf einmal bremsen. Oder was passieren kann, wenn man sich im Bus falsch hinsetzt. Nach der Theorie kommt die Praxis an der eigens für die Busschule eingerichteten Haltestelle. Und da wird auch gleich mal geprüft, ob das Gelernte auch richtig angewendet wird. Guck mal, die vier, die haben vor dem Aussteigen nach links und rechts geguckt. Denn ihr kennt ja noch die Situation mit dem Radfahrer, ne? Einen Meter oder zwei Schritte Abstand sollen die Kinder vor der Bordsteinkante entfernt warten, wenn sie an der Haltestelle stehen. Warum das so sein muss, wird ihnen anschaulich mit einem Hütchen demonstriert. Wir bieten diese Schulung an zum Beginn des Schuljahres. Das heißt also, die Schüler der ersten Klasse werden hier eingeladen von uns. Und diese Schulungen werden jeden Tag durchgeführt, also jeden Tag eine andere Klasse, jeden Tag auch eine andere Schule. Und wir haben zu tun von, Anfang September bis weit in den November, teilweise in den Dezember rein. Welcher Knopf ist der richtige? Busschullehrer Bernd Bauersachs zeigt es den Kindern. Zügig muss man einsteigen und nicht trödeln, sonst geht die Tür wieder zu. Anders ist es bei Kinderwagen. Für die gibt es einen anderen Knopf zum Öffnen der Tür. Für Rollstuhlfahrer kann der Busfahrer eine Rampe ausklappen. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Darum hat Gerd Meyer noch einen wichtigen Tipp an Eltern und Schüler für die Sicherheit der Kinder. Vor allen Dingen in den Wintermonaten und Herbstmonaten ist es wichtig, dass die Kinder hell gekleidet sind. Nicht mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Mütze, sondern hell mit Reflektorstreifen dran. Dass sie von den Verkehrsteilnehmern gut gesehen werden, das ist ganz wichtig. Die Busschule wird gerne von den Schulen in der Region in Anspruch genommen. Den Erfolg des Unterrichts zeigen auch die Zahlen in der Unfallstatistik. Ja, wir haben keinen nennenswerten Busunfall gehabt in den letzten Jahren. Und ich denke, das wird auch ein Ergebnis der Busschule sein. Denn die Kinder wissen Bescheid. Es bleibt nicht immer alles hängen, nicht zu 100%, das wissen wir alleine. Aber wenn die wichtigsten Sachen erstmal eingehalten werden, dann sind wir schon zufrieden. Zufrieden können auch die Busschullehrer mit dem Ergebnis ihres Unterrichts an diesem Tag sein. Schließlich gab es keinen der Erstklässler mehr, der beim zweiten Test durchgefallen ist. Auch die Lehrerin Frau Lehmann nicht. Auch Jugendlichen stehen die Türen des Unternehmens offen. So können dank eines gemeinsamen Projektes mit der Theodor-Fontane-Gesamtschule interessierte Schülerinnen und Schüler einen Blick hinter die Kulissen der Parkeisenbahn werfen.
Einsteigen, anfassen, bedienen. Nicht immer hat man bei der Parkeisenbahn dazu die Möglichkeit. Die 7. Klassen der Theodor-Fontane-Schule dürfen das regelmäßig, denn sie sind Kooperationspartner der Parkeisenbahner. Wir machen diese Rundgänge und Besichtigungstouren für die Kinder, um ihnen zu zeigen, dass es noch etwas anderes gibt außer Sport und Computer. Um ihnen zu zeigen, hier in Cottbus ist etwas, was vielleicht für die Kinder interessant ist, die technisch interessiert sind oder auch Service interessiert. So ein Rundgang beginnt in der großen Fahrzeughalle, in der die Wagen und Lokomotiven der Parkeisenbahn untergebracht sind. Bernhard Zeller ist Lokführer und zeigt den Kindern ganz besonders gern die alte Dampflok Graf Arnim, gebaut 1895, die leider immer noch nicht fahrbereit ist. In die Dieselloks dürfen die Kinder dann auch einmal selbst steigen und den Lokführerblick genießen, wenn auch nur in der Werkstatt. Weiter geht es dann zum Stellwerk auf dem Bahnhof Park und Schloss Branitz. Kinder ab 9 Jahren können ja bei der Parkbahn mitmachen. Und da wären natürlich auch die Grundschulen besonders, also die 5. und 6. Klassen für uns natürlich ideal. Und in der 5. und 6. Klasse, wo die Hobbys noch so halbwegs liegen, auch jetzt 7. Klasse, ist das natürlich günstiger, dann, die Kinder zu überzeugen und zu motivieren, zu uns zu kommen. Im Stellwerk gibt Ihnen Bahnhofsleiter Max Schmidt einen Einblick, wie Weichen gestellt und Fahrstraßen gesichert werden oder wie ein Streckenblock funktioniert. Und dass man als Parkeisenbahner auch ein bisschen Mumm in den Knochen und den richtigen Griff haben muss. Wer bei der Parkeisenbahn als Schüler anfängt, kann sich bis zum Bahnhofsleiter qualifizieren und später sogar selbst eine Lok fahren. Ich mache zum Beispiel gerade die Ausbildung auch zum Lokführer. Das heißt, wenn man bei uns kommt, kann man auch sozusagen wie einen Führerschein nur halt für die Lok machen. Oder als Bahnhofsleiter selber Kinder und Jugendliche zum Schluss betreuen und ihnen zeigen, wie dieser Bahnbetrieb funktioniert. Am Ende des Rundgangs darf noch die Schranke gekurbelt werden, bevor der Zug die Kinder dann wieder nach Hause bringt. Zuletzt noch ein Veranstaltungshinweis. Ende Oktober lädt die Parkeisenbahn alle kleinen und großen Abenteuerlustigen zu den alljährlichen Halloween-Fahrten ein. Informationen und Tickets erhalten Sie am Bahnhof Sandower Dreieck oder im Internet. Cottbusverkehr zu erleben gibt es das nächste Mal im Oktober. Wir freuen uns, Sie auf der Herbstmesse an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Die nächste Einsteiger-TV-Sendung erscheint im Dezember. Im Internet können Sie wie gewohnt alle Folgen noch einmal sehen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bis bald. Große Herbstmesse mit verkaufsoffenem Sonntag im Möbelzentrum Großräschen vom 10. bis 12. Oktober. Mit sensationellen Herbstmessepreisen in allen Abteilungen. Je 1.000 Euro Einkaufswert bekommen Sie 300 Euro geschenkt. Und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Mit großer Werksberatung im Tempur Matratzenstudio mit vielen Aktionspreisen. Erleben Sie unser tolles Wochenendprogramm zur Herbstmesse für die ganze Familie. Nutzen Sie unseren Service, die kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Bei der Herbstmesse mit verkaufsoffenem Sonntag vom 10. bis 12. Oktober. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Zauberhaftes und Dinner. Die Weihnachtsfeiershow 2014. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Magie und großartigem Entertainment. Genießen Sie ein fantastisches Weihnachtsbuffet mit allem, was das Herz begehrt. Erleben Sie eine unglaubliche Show vom 28. November bis 20. Dezember in der alten Chemiefabrik Cottbus. Lassen Sie sich von Zykulus entführen in seine magische Welt und erleben Sie seine grandiosen Künste. Außerdem verzaubert sie Victoria Lapidus mit Comedy-Hula-Hoop der Weltklasse. Musikalisch unterstützt wird dieser unglaubliche Showabend vom Stimmungssänger und Entertainer Stefan Heim. Sie treffen sich täglich im Kilometer, der Ihnen ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis zum Mitmachen und Lachen bietet. Alle Infos zur Weihnachtsfeiershow unter www.alte-chemiefabrik.de. Reservieren Sie jetzt Ihre Weihnachtsfeier. Im Schönen eintauchen. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur.
Der Donnerstag war sehr angenehm und mild. Der Himmel war leicht bewölkt, doch Regen war nicht in Aussicht. Insgesamt ein schöner und lockerer Tag. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt möglich. Der Himmel ist meist wolkig bei Tiefstwerten um die 14 Grad. Am Freitag sieht es mit Sonnenschein eher schlecht aus, denn es bleibt bedeckt. Mit Regen ist auf jeden Fall zu rechnen, am Nachmittag bleibt es dann aber trocken. Im Gegensatz zu heute werden die Temperaturen etwas kälter. Voraussichtlich haben wir Werte zwischen 15 und 17 Grad. Augenblick mal. In jedem Jahr im Oktober läuft mir ein Schauer über den Rücken. Die Erinnerung an die Montage 1989 in Leipzig. Auf alles waren wir gefasst, aber nicht auf Kerzen und Gebete, sagte einer der DDR-Oberen nachträglich über diese bewegenden Tage. Ich selbst war als Student in Leipzig dabei, als die Staatsmacht versuchte, die Protestierenden mundtot zu machen, kaltzustellen, willkürlich zu verhaften. Ich hätte es damals nicht für möglich gehalten, mit welcher Brutalität Volkspolizisten mit Schlagstöcken, Plastikschilden und W50-Wasserwerfern in geschlossener Formation auf die Menschenmenge losgingen. Mit rhythmischen Schlägen auf die Schilde wie bei einer Wildschweinhatz wurden wir an den Montagen vor dem 9. Oktober quer durch die Innenstadt getrieben. Diese Erfahrung hat uns damals hilflos, wütend und mutig zugleich gemacht. Am 9. Oktober gerade waren die verlogenen Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR vorüber. An diesem Montag begann der Tag mit Sonnenschein und einer gespenstischen Szenerie. Kolonnen von Lkw mit Soldaten und Bereitschaftspolizisten, alle bewaffnet, fuhren absichtlich den ganzen Tag durch die Leipziger Straßen. Die Geschäfte schlossen mittags. Es gab ja keine Berichterstattung über die Medien. Kein Handy, kein Internet. Alles ging über Mund-zu-Mund-Propaganda, über das Gefühl. Wir Studenten verabschiedeten uns voneinander, tauschten Adressenlisten aus und verabredeten Informationsketten, falls wir abends nicht wiederkommen würden. Nach dem Friedensgebet in der völlig überfüllten Nikolaikirche war die Anspannung riesengroß. Und die Einigkeit unter den Leipzigern auch. Wir lassen uns das nicht bieten. Keine Gewalt. Wir sind das Volk. So schallte es vieltausendfach an den Häuserwänden zurück. Kein Stein flog. Die Menschen in der Demo hatten nur sich selbst mitgebracht. Und ein unendlicher Jubel brach los, als sich die geballte Staatsmacht langsam, ganz langsam zurückzog und dieser Abend unblutig in die deutsche Geschichte einging. Die Kraft des Volkes, so ist Demokratie zu übersetzen, hatte gesiegt. Für mich bekam an diesem Abend ein Bibelwort besondere Bedeutung. Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diese Kraft, dieser Mut zum Selberhandeln, das hat mich geprägt. Ich weiß, wie sehr wir heute unter einer aufgeblähten deutschen Bürokratie leiden, wie schwerfällig dieser Staat ist. Aber er gewährt uns auch Freiheiten, von denen wir damals nur träumten. Wir brauchen auch heute Bürgerwillen, Bürgerbeteiligung, Mut an Schaltstellen. Machen Sie selber auch mit, wo ein mutiges Wort gebraucht wird. Denn das Volk sind immer noch wir alle. Herzliche Grüße an einem Lichttag der deutschen Geschichte. Dir gefällt dein altes Ich nicht mehr, aber hast Angst vor Veränderung? Du willst einen neuen Look, aber hast keine Ahnung, was zu dir passt? Dann bewirb dich jetzt bis zum 24. Oktober bei Mandys Lockenexpress und gewinne ein komplettes Umstyling. Schick einfach ein Foto und schreib uns, warum du ein neues Ich möchtest. LTV ist mit der Kamera dabei. Das ist die Chance für deinen Neustart.
die Sinne entfalten, ruhen in der Natur. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Wir suchen dich. Bewirb dich ab sofort bei Mandys Lockenexpress. Wir suchen eine kreative, begeisterte Friseurin oder eine Meisterin auf Provision. Das ist deine Chance. Sie erwarten Besuch, der Platz zu Hause reicht aber nicht aus. Es muss nicht immer ein Hotel sein. Probieren Sie doch eine Gästewohnung bei der EG Wohnen. Ab 23 Euro pro Person bekommen Sie Küche, Schlaf- und Wohnzimmer, alles komplett eingerichtet. Ein Fahrrad können Sie bequem dazu mieten. Probieren Sie es aus, unsere Mitarbeiter am Brandenburger Platz warten auf Sie. Unter dem Motto mit Herz und Verstand lädt die traditionelle Herbstmesse Cottbus vom 10. bis 12. Oktober in die Messe Cottbus ein. Über 250 Aussteller präsentieren sich auf über 10.000 Quadratmetern. In den Bereichen Gesundheit und Wohlergehen, Wohn- und Gartenmarkt, Vital und Co., Genuss- und Kochmarkt, Kreativmarkt Ambiente Talente, der Leckerlausitz und im neuen Mode- und Beauty-Bereich Schick und Style gibt es vieles zu entdecken. Für alle Aus-, Um- und Neubaubegeisterte Bauherren wird zeitgleich die bewährte Cottbus-Bau ihre Pforten öffnen. Unter dem Motto Bauen mit Herz und Verstand werden sich Aussteller der Bauwirtschaft präsentieren. Erleben Sie die Ausstellung für die ganze Familie mit vielen Aktionen zum Mitmachen und Ausprobieren. Bei der Herbstmesse vom 10. bis 12. Oktober in der Messe Cottbus täglich von 10 bis 18 Uhr.